guten Morgen, mein Name ist Matthias Becker. Ich bin, glaube ich, 56 Jahre alt und in meinen ganz vielen Lebens- und Arbeitsjahren habe ich so ein Jahr wie dieses Jahr eigentlich noch nie erlebt. Irgendwie war immer was zu tun. Angefangen von Messdiener sein, über Musik machen und dann später meine Firma gründen, studieren, war dann immer eine Steigerung im Sinne von, wir haben immer irgendwie was zu tun. Aber das, was wir seit Mitte März erleben, ist eigentlich nicht zu beschreiben. Wir selbst haben seit März versucht, mit ganz anderen Dingen umzugehen. Wir haben versucht, Plexiglaswände in Geschäften aufzubauen oder mit Zelten Möglichkeiten zu finden, dass wir größere Räume herstellen. Auf der Uni zum Beispiel gibt es Prüfungssituationen, die brauchen einfach mehr Platz, wo notwendigerweise Veranstaltungen stattfinden. Aber alle anderen Veranstaltungen sind ja abgesagt. Und insofern hoffen wir dringend darauf, dass wir eine Möglichkeit finden, Veranstaltungen wieder stattfinden zu lassen. Ich glaube, so wie das Cocktailkleid oder der schwarze Anzug für gewisse Veranstaltungen wichtig ist, so wird vielleicht die Maske in Zukunft wichtig sein als Kleidungsstück und nicht als Schutzmaßnahme, sondern man muss es vielleicht eher auf der fröhlichen Ebene sehen als Kleidungsstück. Und wenn wir dann Konzerte sehen und nebeneinander sitzen können mit Maske, um dann die Kultur zu genießen, um nicht die Emotionen in unserer Gesellschaft zu verlieren, dann müssen wir es halt vielleicht akzeptieren. Bei uns speziell ist es ruhig, sehr ruhig. Es gibt natürlich Anfragen von Kunden, die immer noch mal versuchen, eine Veranstaltung umzusetzen. Aber spätestens nach 14 Tagen wird auch diese Anfrage wieder storniert. Denn die Angst ist da, die Unsicherheit ist da in verschiedenen Ländern, die unterschiedlichen Darstellungen der Hygienekonzepte. Das alles führt dazu, dass keine Planungssicherheit existiert. Und wir, da wir mehr als 30 Jahre, seit 1987 quasi mit dem ersten Konzert in Schloss Johannesberg Partner des Rheinischen Musikfestivals sind, haben da natürlich auch ein großes Problem, denn wir sind mit einem der größten europäischen Festivalveranstalter so eng verbandelt, dass uns die 150, 160 Konzerte im Jahr ein gutes Drittel unseres Umsatzes beschert haben. Und auch viele Techniker, die dann quasi in dieser Zeit gut zu tun haben, hängen natürlich da hinten dran, sodass uns das am Ende in diesem Jahr dazu führen wird, dass wir einen sechsstelligen Minusbetrag haben. Was hilft, ist natürlich die Kurzarbeitersituation, das entlastet die Unternehmen. Aber seien wir mal ehrlich, wir in unserer Branche arbeiten nicht wegen des Geldes. Natürlich arbeiten wir wegen des Geldes, aber wir haben doch den Spaß. Und in unserer Branche ist es wichtig, dass um 20 Uhr der Vorhang aufgeht und dass die Leute lachender aus der Veranstaltung rausgehen, auch wenn es nur eine Konferenz ist, aber zufriedener aus der Veranstaltung rausgehen, als sie reingegangen sind. Und das treibt uns an, dass man eben mal die 5 Grad sein lässt, dass man eben sagt, okay, um 18 Uhr ist mein 8-Stunden-Tag nicht zu Ende, sondern der geht bis 20 Uhr. Insofern gehen wir emotional auf dem Zahnfleisch. Ein Dreivierteljahr oder länger nicht dazu beitragen zu können, dass die Familie ernährt wird, sondern von Kurzarbeitergeld zu leben und auf der anderen Seite nicht dieses Gefühl zu haben, Zufriedenheit, Spaß mit seiner Arbeit zu erzeugen, dieses nicht erleben zu können. Das ist ähnlich wie ein Künstler, der an der Rampe steht, der den Applaus braucht, um wieder neue Höchstleistungen zu bringen. Da ist es schon, geht es schon aufs Gemüt. Ja. Also das ist jetzt mal so der typische Blick in so ein Fahrzeug, was eigentlich jeden Tag 5-mal, 6-mal durch die Gegend fährt, so ein Gemischtwarenlager, was sich in unseren Fahrzeugen widerspiegelt, mal größer, mal kleiner. Wenn wir fürs Rheingauer Musikfestival unterwegs sind, haben wir natürlich unterschiedliche Spielstätten. Das geht von Kirchen über Weingüter, über Konzerthäuser bis hin zu Open-Air-Geländen. Und diese Anforderungen allein durch den Ort sind so unterschiedlich, dass man auch unterschiedlich darauf reagieren muss in Materialauswahl oder in der Menge des Materials. Und zum Zweiten haben wir die Anforderungen der Künstler. Also das sind die zwei Parameter, die uns beim Rheingauer Musikfestival seit 30 Jahren bewegen. Und es macht auch immer Spaß, sich auf diese neuen Orte und auf die Künstler neu einzulassen. Denn jeder hat seine andere Anforderung und will natürlich dann auch mit diesem Anspruch an das Publikum herantreten und die Anforderungen, die zu befriedigen, damit auch die 100% Leistung rüberkommen. Das ist unser Anspruch an der Stelle. Das machen wir eben mit dem Rheingauer Musikfestival vor 30 Jahren und haben jetzt leider nur die Chance, mit so ein paar Veranstaltungen im digitalen Sektor uns auszutoben, nenne ich es jetzt mal, wobei
Ausdruck mit so wenig Material eigentlich übertrieben ist. Ansonsten wären hier heute zum Beispiel 7, 8 Mitarbeiter, die Material, was zurückkommt, einlagern, neues Material zusammenstellen. Denn alles, was wir an der Stelle in der Veranstaltungsbranche, auch gerade beim Festival machen, sind Unikate. Keine Show ist wie die andere. Jeder Künstler hat eine andere Anforderung und jeder Ort braucht eine entsprechende Umsetzung. Und das macht es so spannend und so interessant auch. Insofern freuen wir uns, dass wir dieses digitale Format auch ein bisschen unterstützen können. Wobei es ja da eher darauf ankommt, dass das Bild und die Abwechslung im Bild, weil man das nicht live erleben kann, funktioniert. Und wir stellen dann wie immer auch den Rahmen und das Ambiente so ein bisschen dar oder helfen an der Stelle, das Bild unterstützend da aufzuzeichnen und umzusetzen. Das macht sowieso Spaß. Wir haben es nur beim Rheingau Musikfestival noch nicht erlebt. Wir arbeiten an der Stelle auch für die anderen deutschen Rundfunkanstalten und Fernsehanstalten, wo wir im Dekobau oder bei Open Air Veranstaltungen für den SWR oder jetzt für das ZDF bei Nanosendungen Lichttechnik einbauen oder Dekoration einbauen, Podeste bauen. Und das ist mal jetzt ein anderes Genre auch innerhalb des Rheingau Musikfestivals, was auch sehr spannend ist und was auch sicherlich ein Format ist, wo man den einen oder anderen mit erreicht über diese Kanäle. Aber natürlich brauchen wir alle dieses Live-Erlebnis. Ja, also wir sind natürlich die, die man eigentlich nie sieht und nie erleben sollte während der Veranstaltung. Und die Betonung liegt auch während einer Veranstaltung. Wir sind die, die morgens früh anfangen und abends spät aufhören und während der Veranstaltung eigentlich fast nichts zu tun haben. Diese Illusion nehme ich auch meinen Azubis immer, weil die meinen, man steht nur an diesem Mischpult, hier mal so ein Exemplar davon, und schiebt mal einen Regler nach oben, nach unten und dreht man irgendeinen Knopf. Jetzt bediene ich noch ein Klischee. Dann kommt natürlich der Zuschauer, sagt dann immer, und Sie kennen sich mit diesen Knöpfen aus? Und die Antwort ist natürlich ja. Nein, Spaß beiseite. Das Wesentliche ist natürlich für uns, dass wir an den Veranstaltungsorten das so einrichten, dass wir unsichtbar sind, dass wir am Ende nur das zeigen, was für die Kunst oder für den Künstler zur Umsetzung tatsächlich notwendig ist. Die Gestaltung von Fluchtwegen, das sind alles Themen, die wir ja unterjährig mit dem Rheingau Musikfestival bei neuen Spielstätten oder bei anderen Programmen, wo wir im Kurpark zum Beispiel mit Johannes Oerdinger oder mit anderen neu umgehen müssen, erörtern und uns konzeptionelle Gedanken machen. Das fällt alles aus in diesem Jahr. Hat natürlich auch die Aufgabe, dass wir für nächstes Jahr oder für andere Zeiten Corona-bedingt uns Gedanken machen müssen, wie wir jetzt mit den Spielstätten umgehen. Das eine sind natürlich die gesetzlichen Möglichkeiten. Das zweite sind die technischen Möglichkeiten, damit, wie wir der Sache begegnen. Und die große Aufgabe ist natürlich die Angst oder sagen wir mal, die Vorsicht der Menschen in den Köpfen so ein bisschen rauszunehmen durch unsere Konzepte, damit man wieder mit Spaß oder mit Elan zu einer Veranstaltung erstmal hingeht. Denn wir sind mit 130 Milliarden Umsatz im Jahr und einer Diversität von der Blumenhändler über den Caterer, über den Veranstaltungstechniker bis zum Künstler oder dem Taxifahrer, sicherlich eine Branche, die ganz viele Trittbrettumsätze erzeugt, die so vielleicht von den Menschen nicht gesehen wird. Aber wir hoffen mal, dass wir das irgendwie hinkriegen, damit auch das, was hier an Wertigkeit steht, in Zukunft weiter für die Kunst und für die Kultur eingesetzt werden kann. Wir tun unseren Teil dazu, damit wir mit den Konzepten eine Chance haben, den Leuten zumindest die Basis für die Umsetzung an der Veranstaltung zu geben. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, glaube ich, dann wäre es in der heutigen Zeit, dass wir ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Dass wir alle Bürgerinnen und Bürger merken, egal in welcher Altersgruppe oder in welcher gesellschaftlichen Position man ist, wir merken, dass wir nicht nur vom Brot allein leben oder von der Arbeit, sondern wir arbeiten, um zu leben. Wir leben nicht zum Arbeiten. Ja, es ist blöd, mit einer Maske in einem Konzert zu sitzen. Ja, es wird komisch, wenn wir in einer dicken Jacke vielleicht in einem Raum sitzen, obwohl wir im Oktober gerne die Heizung schon anhätten. Aber wir müssen, glaube ich, eine gewisse Zeit lernen, damit umzugehen und uns Dinge nicht zu enthalten, weil sie uns persönlich auch weiterbringen, A, in dem Genuss und B, natürlich auch die Arbeitsplätze an der Stelle erhalten. Insofern ist es sicherlich eine weniger lebensnotwendige Branche, aber ich glaube, wenn man tiefer darüber nachdenkt, ist es wichtig für die Gesellschaft zu überleben, dass nicht nur die Menschen, die da arbeiten, sondern auch wir als Menschen im Erleben der Kunst eine große Zuversicht erzeugen. Und das Verständnis dafür beim Publikum, bei den Künstlern, kann dazu führen, dass ein Miteinander
auch bei Veranstaltungen, bei Konferenzen, bei Konzerten machbar ist. Es wird halt eben anders sein. Und das müssen wir lernen zu akzeptieren und müssen nicht der Tatsache nachweinen, dass es schön wäre, wenn es anders wäre. Das weiß jeder, aber das nutzt am Ende niemanden was. Und was dann am Ende aber allen nutzt, ist die Tatsache, dass wenn wir uns disziplinieren, wenn wir akzeptieren, dass wir andere Verhaltensregeln haben, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht ein Konzert nur eine Stunde dauert oder dass es keine Pause gibt oder was auch immer für Formate gefunden werden müssen, damit wir den Virus an der Stelle an der Verbreitung hindern, dann muss man es einfach akzeptieren. Wir haben uns an ganz vielen Stellen in unserer Geschichte angepasst an die Situation. Das können wir. Wer sich nicht verändert, wird verändert, hat mal irgendeiner gesagt. Und ich glaube, das können wir und wir müssen es einfach jetzt versuchen, gemeinsam zu tun und nicht darauf warten, dass irgendein verheißungsvoller Guru uns sagt, so geht's.